So, das heißt, wir haben jetzt wieder zu tun mit dem Armee-Ding. Ich will das dann auch ein bisschen laden, weil ich habe keine Lust, durch die halbe Karte wieder rumzugehen, um das alles zurückzuerobern. Weil das ist hier super ätzend nervig. Deswegen würde ich sagen, ich kann hier gar nichts machen gerade, ne? Jetzt geht's. Die Karte komplett verrückt spielt gerade. Okay, Hey, this is Emma. I just saw the TV broadcast about what happened at the refugee camp. I suppose you don't have the time to watch TV, so I'm emailing you a news report. I want to tell you that I don't believe it. I mean, I don't think you could have committed such a crime. It makes no sense. Something very wrong is going on. I'll talk more about it in the email. Something tells me the radio isn't a safe means of communication anymore. So, jetzt müssen wir wieder das mit dem Laden da hier machen. Ich würde den Trupp. Was machen wir? Wie machen wir das am besten? Das heißt, der Trupp. We move with certainty. Ihr kommt noch hier. So, stopp. I'm here, player. So, der erste Trupp konnte gestoppt werden. Und zwar hier in dem Gebiet. Wo haben die den jetzt gestoppt? Ich hier eine Miliz gehabt? Im Hafen? Ne, im Hafen kann ich keine Miliz haben. Unmöglich. Hier auch nicht. Das kann nur hier gewesen sein. Ja, es war hier, okay. Das war hier. Gut. So, das nächste ist hier unten. Es geht so schnell, ey. Komm da gar nicht hinterher. Das sollte kein Problem sein. Are we going in Beto? I will not get commendation for sitting on butt. So. Ey, es geht so scheiße schnell, das ist Wahnsinn. Alter, wie habt ihr denn das jetzt bitte verloren? Oh, es ist so fucking unrealistisch teilweise, ne? Denn? Du willst mir erzählen, dass die das da nicht halten können? Da ist hier nichts. So, wir konnten die Mine oben doch halten. Die werden nicht hochkommen. Ne, glaube ich nicht. Den Süden werden wir aber wohl komplett verlieren, wenn ich Pech habe. Müssen wir mal gucken. Okay. Ich blicke ja manchmal nicht mehr durch, wo ich bin, ne? So. Ja, okay, ich denke, das ist schon selbstredend, würde ich fast behaupten. Oh, der ist sogar aufgestiegen dabei, Wahnsinn. Bup, 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 bup.
Okay. Ein Mörser. Ja, sicher, 28. Ey. Du hast ihm hohe Verluste gehabt. So, das wäre das. So, das wäre dann auch erledigt. Wir haben die Mine hier verloren. Oh, 11 Stück, ey, das ist Wahnsinn. Und jetzt wird es da oben hässlich. Aber ich habe jetzt eben ganz kurz noch da oben auch Einheiten runtergeschickt. Ich finde das sehr nervig. Ich hätte es ja verstanden, wenn man da die Insel gemacht hätte. Da hätte ich es ja noch akzeptiert. Aber dass man hier wirklich dann plötzlich alles nochmal machen muss, das ist sehr, sehr ätzend nervig. Aber wir konnten das passt schon mal. Die muss ich dann noch rausholen aus der Mine wieder, ja. Da führt kein Weg dran vorbei, aber mit denen könnte ich einfach so die rausholen, glaube ich. Sind eigentlich stark genug. Machen wir gleich mal ganz in Ruhe. Erstmal gucken, denn jetzt wird es oben interessant. Ja. Das machen wir auch automatisch. Ich habe da jetzt echt keinen Nerv dafür. Okay, eine Miliz verloren, kann man mit leben. Na, wo soll ich die Beute nehmen? Das heißt Beute nehmen, machen wir Inventar oder so. Sektor-Inventar, ja, ist okay. Alles andere kann man später machen. Ja, da kommt der nächste Irrsinn. Ey, da kommen noch zwei, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Okay, wir werden eh gleich heilen müssen und alles. Ja, die Miliz. Boah! Okay. Nächster. Igor ist draufgegangen? Was? Willst du mich verarschen, Spiel? Das ist doch jetzt abgekadert gewesen. Das muss man doch jetzt mal ganz klar sagen. Das war doch jetzt eine voll abgekaderte Sache. Okay, ich muss neu laden. Moment. So, also er geht nicht drauf. Ich glaube, es hackt. Machen wir die Artillerie aus. Okay, wunderbar. Verletzung kann ich voll akzeptieren. Aber ey, deswegen drauf zu gehen. Ich glaube, es hämmert. So, die Mine haben wir auch. Das Ding, da müssen wir noch zurückholen. Ja, das können wir auch im schnellen Weg noch machen. Jetzt gucke ich mir erstmal hier das an. Ach, das ist sehr nervig. Ich finde sowas super nervig, super nervig. So, Heilung, die zwei. I'll get right on it. So, was ist denn bei euch im Inventar? Ach du Krone, die haben alles hier drin. Ja, verkauf den Kram. Scheiß drauf. Oh, na gut. Das ist nicht verkehrt. Weil die hat echt guten Crit. Ja. Aber ob ich sie jetzt einsetzen werde. Aber hier haben wir die Scharfschützengewehre. Wunderbar. Auf jeden Fall haben die ordentlich Heilung, das ist schon mal ganz gut. So, machen wir erstmal folgendes. Entladen. Na, die könnten wir dem geben. Besser als der andere Kram da. Das ist. Muss ich wieder um diese scheiß Insel hinten und dann muss ich den Kram wieder machen. Das ist doch wirklich. Doch irgendwie Beschäftigungstherapie, habe ich so das Gefühl. Doch reine Beschäftigungstherapie. Jetzt.
Den könnte man doch wirklich so eine geben, oder? Ja. Die könnte man entladen. Und verschrotten. Und da kann man nachladen. Blendgranaten? Das Ding hat... Oh. Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist so eine. Okay. Das gleiche hier. Hm. Entladen. Und verschrotten. Und dir kann man echt so eine geben. Weil... doch eigentlich ganz 30%. Ja, ist okay. Ihm. So eine Sache. Oh, Moment mal, da ist doch Munition drin, ne? I'm done. Be right back. I need to powder my nose. So, er hat einen Aufstieg. Ah, das haben noch andere, sehe ich gerade. Ja. Bei ihm kann man echt nicht viel machen, ne? Machen wir mal. Geben wir mal das. Jetzt können wir den ganzen Kram wieder zurückerobern. Ich krieg die Krise echt. Okay, du kriegst mal Crit. Blatt geht als Präzisionsschütze. Das ist sehr interessant zu wissen. Moment mal, habe ich dann... Warte mal ganz kurz, habe ich da was verwechselt dann bei dem einen? Nee. Ne, er ist der Einzige, ne? Ja, okay. Okay, Blatt. Da wäre das hier eigentlich. Aufeinanderfolgende Angriffe gegen dasselbe Ziel erhalten einen noch höheren Genauigkeitsbonus. Das würde ich doch mal voll bevorzugen. Dann müssen wir hier mal die Verletzungen machen. Ja, komm, können alle mit. I will give this task all the love it deserves. Gucken wir mal gerade, was die Reparaturen angeht. Oi. Hat das hier mal bei mir an? Hm. Ja, die müssen wir jetzt auch mal machen, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. I have initiated work on this task. Okay. Da müssen wir noch hin, ja, die Mine. Wie sieht's denn jetzt aus? Okay, wir sind immer noch im Plus. Wer hätte es gedacht? Weil wir halt die Mine und die Mine halten konnten, ne? Ja. Das ist der einzige große Vorteil, den wir jetzt hier sehen. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen auf die Insel rüber, ja. Das heißt, die... Ich glaube, die könnten das schaffen. Da brauche ich auch nicht mehr groß zu kämpfen. Hier unten wohl weniger, aber... Hier, die könnten das schaffen. Okay, das Ding hier war auch zu halten. Der Hafen hier, den können wir auf dem Rückweg machen, weil der ist jetzt absolut nicht, stört mich jetzt mal gar nicht, dass da was drin ist. Das kann ich auf dem Rückweg machen. So, jetzt will ich mal gucken, was da im Inventar ist. Heilige Scheiße.
Da wäre auf jeden Fall was für ihn. Würde dann die Winchester rausnehmen. Oh ja, mit der Winchester will ich doch eigentlich schon drin lassen. So, wem würden wir denn das andere Scharfschützengewehr jetzt geben? ...46. Verringerter Bonus durch Ziel und sehr laut Gewehr mit. Ich da warte mal. Ne, das ist die andere, die ist. Und die hat. Eine Gratisbelegung, sehr laut, ja. Die Frage, will ich diese Waffe oder nicht, ne? Also was wir mal machen können, ist das entladen. Das können wir mal entladen. Das können wir mal entladen. Die kriege ich auf Reichweite 30 wie die andere. Die hat wenig AP, was für ihn optimal wäre. Aber auch nur ein AP weniger, ne? Wenn man es mal holt. Hohe Crit-Chance, ja. Das ist halt der Vorteil bei der Waffe, deswegen. Oh, guckt sie an, die H21. Ja. Aber sowas von, ja. Das Ding hier können wir eigentlich entschrotten, oder? Wir könnten vielleicht einen von denen geben. Wenn das einer will. Können die nicht auf das Versteck zugreifen? Achso, das sind die anderen. Stopp. Das könnte man da hin machen, ja. Garbage. Bet if I take this thing apart, not one piece will be stamped made in America. Gut, dann kriegst du es nicht. Und das. Na, dann noch irgendetwas. Bei ihm. Hier rein. Die Pistole ist eigentlich für ihn hier am besten geeignet. Das Gewehr noch weiter haben. Wenn man das pimpt, ist das gar nicht schlecht. Aber wem soll ich es geben? Ihr? Dann müsste ich das umstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Munition kriegt man automatisch. Ich hoffe es mal. Ey, von diesen Dinger, das ist ja Wahnsinn. Verkaufen. In dem anderen Ding habe ich auch noch. Oh Gott, jetzt muss man überall den ganzen Kram wieder suchen. Warte mal, das kann man direkt verkaufen auch, ja. Müsste mal so ein Ding halt machen. Aber mehr als eins werde ich nicht brauchen. Ah, das ist bei denen, ja. Die haben halt auch Wahnsinn, ne? 10.000 von diesen Teilen da. Das ist schon mal wichtig. Ja, so, kann man hier rüber.
kann man wegmachen. Das kann man wegmachen. Das kann man jetzt auch verschrotten. 10.000 brauche ich nicht. So, würde dann doch die bevorzugt hat die Winchester. Der Mörder kann mal da drin bleiben. Munition hier rein. Arznei. Daraus kann man Medikamente machen. Medikamente. Das kann man ja immer wieder umstellen. Unnötige Messer. Wie es meistens ist. Gut, bei ihm Zweitwaffe. Da bin ich echt am Überlegen, dem dann so eine zu geben, ne? Dem einfach hier die Zweitwaffe hier geben. Das wäre für ihn eigentlich optimal, ja. Bei ihm die Zweitwaffe, das Ding, da kannst du echt in die Tonne kippen. Kann auch weg. Ihm die Zweitwaffe, die hier zu geben. Ja. Er wird dann die hier bekommen. Das, warte mal, die hat jetzt... Ah, die hat NATO Standard und die hat den Warschauer Pakt, ne? NATO Standard. Das heißt, die Waffe werden wir auf jeden Fall bei ihm drin lassen. Das hier kann hier hin. Das kann ich absolut momentan nicht gebrauchen. Die Waffe hier entladen. Brauche ich mal hier. Kann man verschrotten. Werden wir hier setzen. Die werden wir auf jeden Fall bei ihm mal drin lassen. Wenn bei der anderen Munitionsmangel herrscht, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Jetzt muss ich mal gucken. NATO Standard. Ja, da werden wir dann einiges brauchen. Da muss ich mal gerade bei denen hier gucken. Barry. Wie sieht das bei dir aus hier mit NATO Standard? Hier die Waffen. Kann die auch weg. Nutzt dann eigentlich auch keiner hier, ne? NATO Standard. Ja, müsste man herstellen, NATO Standard dann. Ach, stopp. Jetzt habe ich es ja. Ich wollte jetzt erstmal gucken. NATO Standard. Das ist Warschauer Pakt. Das ist NATO Standard. Ja, da ist nicht viel drin. Das heißt, deine Aufgabe, NATO Standard herstellen. Ich denke, was Schrott angeht oder so, sollte das jetzt hier kein Problem mehr darstellen, oder? NATO Standard. Haben wir sie. ...7,62 NATO Panzer. NATO Standard. Da ist sie doch. Oh, Moment mal, warum habe ich jetzt Match drin? Warum habe ich denn da jetzt Match rein gemacht?
Ne, ich wollte nur NATO-Standard und zwar. Ne, das ist Match. Hier 7,62 normal NATO-Standard. Hä? Kein Schwarzpulver? Willst du mich verarscht? Ich hab doch Massen auf Schwarzpulver. Ach so, ja. Ich muss es auch da reinmachen, ja. Sonst wird das problematisch, ja. Das kann man hier rein. Ich dachte schon die ganze Woche. Ja, dann. Ich bin die ganze Zeit schon. Okay, nochmal. So, NATO-Standard, wo ist sie? Hier, NATO-Standard. NATO-Standard herstellen. I'm starting on this, but only because the universe tells me to. Gott, jetzt muss ich den ganzen Kram hier wieder. Gut, das hier oben musste ich eh nochmal machen. So. Ja, es ist halt jetzt, Leute, es tut mir leid, es ist jetzt halt einfach eigenes Micromanagement. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Ich muss jetzt auch gucken, wie ich weiter vorgehe. So, was ist mit denen hier? Euch. Mache ich gleich. Euch schicke ich nach hier, dass ihr hier zumacht. Da will ich kein Risiko eingehen. Ach so, die sind noch. Cool. Igor wird behandelt noch, ne? Ja, oder? Ja, jetzt muss ich gucken. Ja, ja, Verletzung. Aber dann schicke ich die da runter. Beziehungsweise könnte ich auch in den Hafen schicken. Ist im Hafen was? Im Hafen ist ja nichts. Die schicke ich in den Hafen und dann hier runter. Dann könnt ihr einfach hier die Gebiete so. Warte mal, wenn ich euch hier so durchschicke. Ich meinte eigentlich euch. Ach, die gehen hier oben dann lang. Ja. Ja, dann schicke ich die hier einfach jetzt mal hier so durch. Upsa. So durch, dass das einfach mal wieder unter meiner Kontrolle ist. Und dann gehen die hier in den Hafen. Machen das. Denn ich wette mit denen erst hier hingehen. Denn ich muss den Hafen erstmal holen. Die Mine kann man später holen, die Eid nicht. Also wir werden erst hier hingehen, weil wir müssen den Hafen frei machen, damit wir dann hier rüber können. Wir könnten es halt auch über den machen, aber dann kann ich gleich hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann würde ich nämlich das hier noch gerade mitnehmen, weil das habe ich noch nicht. Und in der Zwischenzeit können die dann hier diese Gebiete freiräumen. Und dann, wenn die hier fertig sind, gucke ich mal, ob die das hier mit Schnellangriffen hier durchkriegen. Müssen wir mal gucken. Leute, aber ich werde jetzt noch Waffen montieren, muss ich noch 2-3 machen, muss ich gucken, was ich da mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter. Bye, bye.